Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Apex Race. In dieser Folge möchte ich euch diesen 1999er Porsche 911 aus der Baureihe 996 vorstellen. Es handelt sich um ein Carrera 4 und für mich ist das auch eine kleine Premiere, weil ich das erste Mal einen Porsche fahren darf. Wie gewohnt zeige ich euch ein paar Außenaufnahmen, erzähle euch etwas über das Fahrzeug, dann machen wir einen kleinen Innenraumcheck und dann geht's auf eine kleine Probefahrt. Viel Spaß beim Zuschauen! Die 996 Baureihe wird auch Spiegelei Porsche genannt und das ist halt der Kosename für diesen Porsche aufgrund der spiegeleiförmigen Frontlichter. Das war das erste Mal wirklich, dass Porsche die klassischen runden Lichter ausgeweitet hat, auch auf dieses Element. Später mit den späteren Porsche, mit den 997, sind sie wieder halt zum klassischen separaten Frontscheinwerfer zurückgegangen. Und hier ist es noch wirklich so, ja, Spiegelei halt. Über die Beliebtheit genau dieses 996 Modells, dazu kommen wir noch später, auch über die Preisentwicklung. Der Porsche 911 aus der Baureihe 996 wurde als 2+2 Sitzer Sportwagen bei der Porsche AG von 1997 bis 2006 in Zuffenhausen hergestellt. Es war der Nachfolger der Porsche Generation 993 und war die fünfte Baureihe der 911er Baureihe. Unter der Motorhaube des Porsche Carrera 4 steckt ein 6-Zylinder-Motor, beziehungsweise man kann ihn halt nicht so gut sehen, aber irgendwo hier ist er. Er hat ein Hubraumvolumen von 3,387 Kubikzentimeter. Das waren die Modelle bis 2001. Ab 2001 wurde der Hubraum etwas vergrößert auf 3,6 Liter und auch die PS-Zahl wurde erhöht von 300 auf 320 PS. Die Ventilsteuerung erfolgt über 4 Ventile, 2 Nockenwellen je Zylinderbank und ein automatisches Ventilspielausgleich und eine Einlassnockenwellenverstellung. Wie vorhin erwähnt, verfügt der 6-Zylinder über eine Wasserkühlung und ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Ihr könnt euch vorstellen, hier in diesem Motor zu schrauben ist nicht so einfach. Deswegen ist es ja eigentlich vorgesehen, den ganzen Motor von der Karosserie zu trennen, wenn man größere Arbeiten am Triebwerk machen möchte. Die Beschleunigung des 911 Carrera 4 wird mit 5,2 Sekunden auf 0 bis 100 km/h angegeben. Der Kraftstoffverbrauch wird mit 11,8, also fast 12 Liter angegeben. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 280 km/h und das Leergewicht beträgt 1320 Kilogramm. So kommen wir zum Kofferraum des 911. Dieser ist natürlich vorne und wird durch einen Zug in der Fahrerkabine entriegelt und muss hier so ein bisschen zur Seite geschoben werden. Wir sehen, es gibt hier ein paar Einlässe. Das ist natürlich die Bremsflüssigkeit, die wird hier vorne reingetan. Dann haben wir noch hier Wischwasser und ansonsten steht uns hier dieser Raum zur Verfügung. Und ja, ein Bierkasten würde da schon reinpassen. Vielleicht 2 Sporttaschen, 1 Reisetasche und das war es eigentlich an Kofferraumvolumen.
So kommen wir zum Innenraum des Porsche 911 996. Und sofort, wenn man reinsteigt, man fällt sozusagen sehr, sehr tief in die Sitze und wird halt durch diese hohen Wangen aufgenommen. Ja, man merkt einfach, der 996 ist ein Kind der 90er. Die ganze Ansammlung, dieses Infotainment-System, das ist so typisch Ende 90er, Anfang 2000er. So ist es auch hier beim 996. Und ich muss sagen, in meiner Jugendzeit habe halt Need for Speed Porsche gespielt und da war halt der 996. Der ist gerade rausgekommen und die Turbo-Version war so das allerhöchste der Gefühle. Und ich muss sagen, ich hätte mir irgendwie nie träumen lassen, dass ich halt ein Auto aus einem Need for Speed-Spiel fahren darf. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und muss sagen, aber gut, dazu kommen wir später. Erstmal zum Innenraumcheck. Wir haben hier an der Seite halt diesen Öffner. Und ja, ganz cool, man zieht halt nach unten, man hat wirklich hier die Armlehne, greift nach unten. Dann haben wir hier noch so ein Schließfach in der Armlehne, was ziemlich cool ist, weil man hat hier die Ablage. Das ist natürlich alles hart, ja, das ist nichts Weiches, kein weicher Kunststoff. Das ist halt, ich weiß nicht, ob das Kunststoff ist, aber auf jeden Fall ist es hart. Genau, hier das Fach, dann haben wir hier elektrische Spiegel, die hier verstellt werden. Und dann, was ein cooles Detail ist, die Entriegelung der Heckklappe. Der Heckklappe ist eigentlich das falsche Wort. Der Motorhaube und des Kofferraums sind mit so, ja, ich würde mal sagen Aluminium-Ziehhebel. Das macht einen coolen Eindruck. Dann ist das hier so Teppich noch auf der Tür und ein Lautsprecher. Dann weiter hier die Belüftung. Das ist so ein bisschen anderes Plastik als die restlichen Armaturen. Leuchtweitenregulierung und Lichtschalter. Dann der Zündschlüssel ist bei Porsche auf der linken Seite. Hier lassen den Motor an. Und dann in der Mitte, in der Sicht des Fahrers halt 5 Instrumente. 3, ja, ich sag mal ein klassisch runder. 2 so angehauchte, die sind halt so in so ein, ja, das in so ein bisschen V-förmig herausstehend, so genau so keilförmig herausstehend, blicken sie einen an. Natürlich in der Mitte ein Drehzahlmesser, darunter eine kmh-Anzeige, dann links analoge Geschwindigkeitsanzeige und der Trip und die Kilometer, dann noch weiter die Spannung der Batterie und rechts dann noch die Temperatur, der Tankstand, die Uhr und dann noch Öldruckanzeige. Also durch diese Öldruckanzeige sieht man einfach, dass das hier so ein Sportwagen ist. Und was auch interessant ist, wenn man den Zündschlüssel dreht, dann fährt sozusagen das System hoch und da ist so ein kleiner Timer, der anzeigt, nach wie vielen Sekunden man den Motor starten darf. Ich weiß es nicht ganz genau, wofür er ist, aber ich vermute mal, damit sich einfach genug Öldruck aufbaut und der 6-Zylinder-Boxermotor auch genug Schmierung bekommt. Aber vielleicht wisst ihr es besser, Porsche-Enthusiasten, lasst es mich gerne wissen, was das heißen mag. Dann natürlich hier Licht und Blinker und hier die Waschsteuerung der Scheibenwischer, ein sehr klassisches Lenkrad, kein Multifunktion, kein gar nichts, also puristisch wirklich einfach nur zum Lenken und Hupen. Dann hier in der Mitte haben wir einmal die Steuerung der Belüftung, darunter das Radio mit Navi, CD-Wechselspieler und so weiter, also wirklich noch so, ja, Hightech der Ende der 90er, Anfang der 2000er, sehr cool. Hier sogar noch eine CD drin. Dann hier so ein kleines Ablagefach, was genau die richtige Größe für ein heutiges Handy hat, also ideal. Dann eine Sitzheizung und hier natürlich der Gangwallhebel fürs sechsstufige Schaltgetriebe.
Dann hier noch die vorderen Scheiben sind elektrisch. Dann hier so ein kleiner Ascheimer. Und die hinteren, wir haben ja noch so kleine, ja, vielleicht seht ihr es, ja, genau, wir haben noch so kleinere hintere Scheiben. Die sind noch separat aus- und einfahrbar. Was das so bringen soll, sei mal dahingestellt. Dann haben wir hier noch ein Schließfach aus sehr klein dimensioniert, so sage ich das mal, mit einem, nein, ich sehe es gar nicht. Ich glaube, hier haben wir gar keinen 12 Volt Anschluss. Ungewöhnlich. Ah, doch, hier. Entschuldigung. Hier ist einer. Neben der Steuerung fürs Dach. Was der Porsche nicht hat, und das ist zwar ein Handschuhfach, also bis jetzt habe ich keins gefunden, hier ist nur wirklich diese Airbag-Ablage. Und dann natürlich hier noch die Lichtsteuerung und wir haben hier Sonnenblenden mit Spiegel und Licht. Auf die hinteren Sitze gehe ich jetzt mal nicht ein, weil meines Erachtens macht das gar keinen Sinn, da ist wirklich null Platz. Auch die Rückenlehnen, die stehen halt so. Die sind nicht so zurückgelehnt, dass man sich reinlegen kann. Nein, die sind halt so, dass man so sitzen muss. Also, ja, das macht so gar keinen Sinn. Was ich etwas ungewöhnlich finde, ist, dass die hintere, also die Heckscheibe, die ist aus Plastik. Das finde ich so ein bisschen, die hat schon auch ein bisschen gelitten, die hat es milchig zerkratzt. Also wieso da Porsche keine Glasscheibe eingebaut hat in so einem Premium-Sportwagen, kann ich euch nicht sagen. Noch ein lustiges Detail ist, hier, das ist natürlich, ja, das ist so ein bisschen weicher, aber alles hier drumherum Plastik. Und nichts abgenutzt, also wirklich, wir haben hier 194.000 Kilometer auf der Uhr. Aber man sieht wirklich, dass dieser Porsche gepflegt worden ist. Also minimale, wirklich sehr minimale Verschleißanzeigen. Und was lustig ist, halt hier diese linke Seite, wo die Leuchtweitenregelung ist und das Licht, ist quasi hier auf der rechten Seite auch, aber halt mit Blenden abgedeckt. Und ja, was das hier ist, keine Ahnung, vielleicht ein Mikrofon oder so oder ein Lautsprecher. Sehr interessant. Ansonsten war es das wirklich vom Innenraum des Porsche. Und ja, das ist nicht wirklich hier auf Luxus getrimmt, das ist auf Sportlichkeit. Ich würde sagen, lasst uns mal den Sechszylinder Boxermotor anschmeißen und eine kleine Runde drehen. So, dann würde ich sagen, drehen wir eine kleine Runde im Porsche 911 Carrera 4. Und ich muss sagen, als Need for Speed Porsche Fan und leidenschaftlicher Zocker dieser Serie, fand ich Porsche irgendwie cool, aber ich konnte mich so richtig nicht identifizieren mit diesen Porsche-Fahrern, die ja irgendwie ja doch schon irgendwie alle älter sind und da, beziehungsweise ich hatte so das Gefühl und Porsche war immer so, ja, ach, der Porsche-Fahrer. Und irgendwie hat man so das Gefühl, das sind halt so, ja, andere Leute. Allerdings, ich konnte auch nicht so verstehen, was hat diesen Reiz von Porsche fahren ausgemacht. Und ich muss sagen, das hat sich halt damit verändert, wenn man einfach den Zündschlüssel dreht. Und das machen wir mal gleich. Wir warten natürlich diese 5 Sekunden ab. Und dann ja, böllert einfach eigentlich dieser Sechszylinder los. Und das ist so, erstens, wenn er dreht, man merkt einfach so, da ist irgendwas da, da ist halt eine Kraft, eine Ruhekraft, die halt entfesselt werden möchte. Und dann ist es halt da und dann, das ist schon geil. Also es ist wirklich geil. Also man kann es nicht anders beschreiben. Man weiß halt, der Motor ist hinten und dann
der Sound wird hinten produziert und dann kommen auch die Abgase hinten raus. Das ist schon sehr, sehr geil. Und ich muss sagen, ja, 6-Gang. Das Ding ist, Kupplung langsam kommen lassen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr rohes Fahren. Also wer denkt, irgendwie Porsche ist hier jetzt der Luxussportwagen, der irrt sich. Also hier ist sehr, sehr viel roh. Es macht Geräusche, hier knistert alles, hier knarzen Dinge, Sachen, wo du denkst, okay, woher kommt das? Ist das jetzt wirklich das Alter? Ich meine, wir haben hier so ein Auto aus dem Jahre 99, das hat halt schon seine 20 Jahre. Ja, machen wir uns nichts vor, 20 Jahre. Gehen auch an einem gepflegten Auto nicht spurlos vorbei. Aber ich glaube, nein, es ist einfach so. Das ist halt dieses Porsche-Feeling. Und obwohl wir hier nur diese circa 300 PS haben, das Ding will einfach rennen. Das ist so krass. Das Ding will einfach rennen. Ja? Also man hat es ja bei anderen Autos so, okay, man drückt aufs Gaspedal, das Ding beschleunigt, man merkt so, oh ja, man wird schneller und so, alles gut. Aber das Ding ist hier, man tritt aufs Gas und das zieht einfach. Es zieht einfach. Das ist so krass. Also schon mega geil, auch wenn dieser Porsche kontrovers ist. Weil ja, man hat mit der Tradition gebrochen und die Frontlichter und irgendwie, ach, das ist ja gar kein Porsche mehr. Doch, das ist ein Porsche. Das ist auf jeden Fall ein Porsche. Allerdings kann ich natürlich nicht mitreden, weil das mein erster Porsche ist. Deswegen hole ich mir auf jeden Fall zum Fahren, zum Testen so einen, ja, ich sag mal, klassischen luftgekühlten Porsche. Das wird auf jeden Fall kommen, um einfach mal diesen Vergleich zu haben, weil mich das selber einfach interessiert. Ja, vielleicht hört ihr das Dach und so. Ja, und wir sind jetzt im zweiten Gang, haben so 1500 Touren und dann drücke ich mal drauf. Und dann, das ist schon, das ist, ja, Musik in den Ohren, ja. Ich fand den Mustang ja schon sehr geil. Allerdings weiß ich nicht, ob der Porsche es nicht toppt. Also wirklich, das ist so schon geil. Das ist schon sehr, sehr geil. Also das hinten, diese Soundkulisse ist schon sehr mega. Ja, das ist sehr, sehr geil. Was ich so ein bisschen komisch finde, ist, Rückwärtsgang ist halt genau neben dem ersten Gang. Also vielleicht kann es da schon mal passieren, dass man sich da ein bisschen verschaltet. Ich muss sagen, die Gänge, also wirklich, dieses Auto hat hier fast 195.000 Kilometer auf der Uhr. Die Gänge hier ist wirklich null. Also null Spiel ist vielleicht übertrieben, aber minimales Spiel. Also wirklich minimal. Wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Datsun, ja, okay, das Ding ist halt etwas älter. Allerdings ist da halt so viel Spiel, oder mit dem Citroën C1. Also man sieht einfach gut, der Preis ist halt einfach gerechtfertigt. Die Autos waren teurer, aber sie halten auch länger. Also wirklich, hier ist ja nicht wirklich irgendwas, wo ich sagen würde, oh ja, okay, hier ist irgendwas wirklich kaputt. Hier ist alles wirklich sehr gut erhalten. Und man muss sagen, genau diese Porsche, also die Boxster, gibt es ja, sagen wir mal, wie Sand am Meer. Aber auch die gibt es ja auch nicht für ein Appel und ein Ei, sondern die kosten schon etwas mehr. Und auch dieser 906, quasi der unbeliebteste der 911er Baureihe, kostet
jetzt nicht die Welt, aber kostet etwas mehr. Ich behaupte jetzt einfach mal, so in der 20.000 Euro Region kann man so einen 996er bekommen. Und da muss man einfach drauf achten. Weil ich habe mit dem Besitzer ein bisschen gesprochen, was klar, ich denke, Scheckheft gepflegt ist halt ein Muss, weil was halt wehtut, sind die Inspektionen. Ja, der Unterhalt geht, Steuern, klar, die hat halt jedes Auto gleich, Versicherung geht auch noch, aber die Inspektion, das ist halt das Teure, wenn man die halt irgendwie wenn man die irgendwie machen lassen möchte von einer Spezialwerkstatt, dann geht das halt ins Geld und das sind halt schon ja, das sind halt schon mehrere tausend Euro, die wirklich da anfallen für Bremsen, für ja eigentlich diverse kleine Sachen, die bei anderen Autos halt Standard sind, sind hier teurer Standard, weil es ist nun mal ein Sportwagen. Wir können es halt nicht anders sagen. Es ist irgendwie nichts Getuntes oder sonst was. Es ist einfach ein reiner, puristischer Sportwagen. Und die kosten halt. Ja, so ist das. Aber der Sound, ey, das ist so genial. Wirklich. Fahrwerk, bretthart. Wirklich bretthart. Hier geht es noch, aber eben in der Stadt, wo halt Bodenwellen waren. Also das macht kein Spaß auf irgendwelchen nicht guten Straßen damit zu fahren, aber wenn man mal eine gute Straße hat, die flach ist und eben, dann ist dieses Fahrwerk sehr, sehr gut. Wir kommen mal gleich zu so einer Kurve. Die etwas schneller, zügiger und anspruchsvoller ist. Genau, also was kann man noch zum Porsche sagen? Ich denke, als schöner Zweitwagen, ja, aber für irgendwie als Daily Driver, weiß ich nicht. Obwohl, das kann auch wirklich eine Art Entspannung sein. Stellt euch vor, ihr seid irgendwie, ihr habt einen gestressten Tag und dann steigt ihr in den Porsche, dreht den Zündschlüssel, hört diesen mega geilen Sound hinten und dann sagt ihr euch, okay, wir fahren halt nicht direkt nach Hause, sondern ja, wir machen noch eine kleine extra Runde oder drehen eine extra Runde, um einfach nach Hause zu gehen, nicht mit irgendwie einem stressigen Tag aus dem Büro oder aus der Arbeit, sondern mit so einem schönen Sounderlebnis vom Porsche. Also, ja, ich meine, ich bin schon einige Autos gefahren, aber das ist so schon eine höhere Ebene, würde ich sagen. So, wir kommen gleich mal zur Kurve. Mal gucken, wie sich das Fahrwerk schlägt. Ja, man muss ja auch so beim Schalten ein bisschen Zwischengas, weil man merkt schon so die Ruckler. Also es ist jetzt wirklich etwas anspruchsvoller, behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn ihr sehen wollt, wie sich der Porsche so ohne Gelaber fährt und einfach puristisch den Sound hören, dann, ich habe noch ein POV-Video gemacht, zieht euch das mal rein und dann habt ihr einfach pures Porsche-Sounderlebnis. So, die Kurve kommt, ich schalte mal in den zweiten. Da gibt es nichts zu meckern. Also, das ist halt ein Sportwagen. Man kann es einfach nicht anders sagen. Ist ein Sportwagen, der mega Spaß macht. Also wirklich als Glücklichmachergerät würde ich den jetzt mal behaupten.
schon sehr, 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 sehr nice. Ei. So, leider nicht das beste Wetter, deswegen mal mit Cabrio geschlossen. Aber ich vermute mal, es werden sich Tage ergeben, wo das Verdeck auch mal offen sein kann. Also, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann würde ich mich halt über ein Like freuen. Habt ihr irgendwie Kommentare, Anregungen, lasst es mich gerne wissen. Lasst mich auch gerne wissen, was ihr irgendwie als nächstes sehen wollt. Das interessiert mich auch sehr stark. Möchtet ihr irgendwie Oldtimer sehen? Möchtet ihr Daily Driver, nenne ich das mal, sehen? Möchtet ihr irgendwie coole Sportwagen sehen? Möchtet ihr alles sehen? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und ciao.